aus dem Auto ein Video heute mal, gerade weil ich in letzter Zeit oft gefragt wurde, auffällig oft in letzter Zeit gefragt wurde, wie ich eigentlich zu dem Sport gekommen bin und beziehungsweise was überhaupt so meine Motivation ist, beziehungsweise auch den Satz, den ich ganz oft höre. Und ganz ehrlich, ich finde den Satz schrecklich, Leute, bitte sagt ihr mir nicht, auch wenn ihr es gut meint, ich könnte es nicht so wie du, wie hältst du das nur durch? Ich hasse diesen Satz. wollte ich einfach mal ein Video drüber machen, wie ich dazu gekommen bin zu dem Sport, wie alles angefangen hat. Vielleicht versteht man danach auch ein bisschen besser, warum ich das Ganze so durchziehe, beziehungsweise warum mir das auch überhaupt nicht schwerfällt, das alles so durchzuziehen. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Angefangen hat eigentlich alles, dass ich früher mal Kampfsport machen wollte. Und ich war früher schrecklich dünn. Ich war auch kein Witz, ich war Vegetarier, kein Scheiß. Und habe auf meine 1,83 damals stolze 62, 63 Kilo gebracht. Also ich war echt dünn. Und da hat man festgestellt, okay, für den Kampfsport ist halt ein bisschen wenig Masse da. Also wäre es nicht schlecht, ein paar Muskeln aufzubauen. Und bin dann ins Fitnessstudio gegangen, war auch schon angemeldet, also angemeldet im Fitnessstudio bin ich seit ich 14 bin sogar, habe dann aber auch so mit 16 dann angefangen mehr zu trainieren und spätestens mit 18 dann war es dann ganz vorbei, weil ich dann festgestellt habe, okay, Kampfsport ist eigentlich nicht so mein Ding, ich habe es damals mit MMA probiert, aber dieses, die ganzen Grifftechniken, allem drum und dran, sagen wir einfach, es hat mir keinen Spaß gemacht. Aber was mir umso mehr Spaß gemacht hat, war das Thema Muskeln aufbauen. Da bin ich irgendwie hängen geblieben. Und es war dann auch wirklich so, wie man es aus dem Film quasi kennt, oder wie vom Hören sagen, so die Traumstory, du gehst in den Supplement-Shop, dort liegt dann die gute alte Flex rum und dann schlägst du die Flex auf und guckst rein und stellst fest, okay, es gibt Wettkämpfe dafür und scheiße, genauso will ich aussehen. Es war nicht so dieses, es ist so eklig, sondern nee, es war wirklich so, ja, so will ich sein. Und ja, dann war es auch schon passiert. Dann folgte auch relativ schnell der Umstieg vom Vegetarier zum Fleischesser. Weil ich kann euch da auch aus eigener Erfahrung sagen, liebe Vegetarier oder Veganer, ich habe es selbst durch und ich kann euch sagen, mit Fleisch funktioniert der Körper definitiv besser. Also selbst experimentiert. Also ganz kurz am Rande, der Umstieg war echt krass. Also die Kraftzuwächse vom Fleischkonsum war, das kannst du nicht vergleichen. Aber nur so am Rande. Auf jeden Fall habe ich dann auch angefangen, trainiert habe ich immer regelmäßig, habe dann immer mehr auf meine Ernährung geachtet. Habe mir dann am Anfang leider einen falschen Coach gesucht, wie es leider so oft der Fall ist, der eigentlich gar kein Coach war, aber sich sehr, sehr gut verkaufen konnte. Und was dann passiert ist, ist, ja, ich bin leider relativ verfettet, also im T-Shirt hat man es jetzt natürlich nicht so gesehen, aber war doch schon ein sehr hoher Körperfettanteil. Und dann, als ich eigentlich meinen ersten Wettkampf machen wollte, so 3 Monate vorher, war er plötzlich vom Erdboden verschluckt, als ich ihn auf das Thema Diät ansprach, dass es ja eigentlich nicht so aussieht, wie man aussehen sollte. Und dann wiederum bin ich auf meinen heutigen Freund und Coach Alex Thomason gestoßen, zu dem bin ich dann nach Mainz gefahren. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, was, in 3 Monaten willst du Wettkampf machen? Glaube ich eher nicht, wir machen jetzt erstmal eine Diät und ein bisschen Cardio. Also Cardio hieß dann zum Schluss 2 Stunden pro Tag. Nach sage und schreibe 10 Monaten war ich dann aber wettkampffertig. Und da folgte dann auch mit 21 schon mein erster Wettkampf. CSC Newcomer-Meisterschaft in Fulda. Und dann die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft direkt im Anschluss und dann sogar die deutsche Meisterschaft, alles in der Junioren-Schwergewichtsklasse. War halt allein von der Größe schon außer Frage, dass da mehr als 75 Kilo hängen bleibt, deswegen Schwergewicht. Aber ich kann euch sagen, in der ersten Diät, ich bin durch die Hölle gegangen. Wie gesagt, 2 Stunden Cardio pro Tag, monatelang keine Kohlenhydrate oder sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, bis zum Schluss gar keine Kohlenhydrate mehr, gehungert, trainiert. Also mir ging es richtig schlecht. Und ich habe auch ehrlich muss ich sein, eine Woche vor der Bühne gesagt, ich mache die Scheiße nie wieder. Ich mache sie echt nie wieder. Ich ziehe das jetzt durch, weil ich es angefangen habe. Ich bringe es zu Ende, aber ich mache es nie wieder. Habe ich wortwörtlich gesagt. Dann kam aber der Moment, wo ich das erste Mal auf der Bühne stand. Das hat genau 5 Sekunden gedauert. Und dann bin ich von der Bühne, also auf der Bühne hat es natürlich länger gedauert, aber die Entscheidung fiel dann nach 5 Sekunden. Scheiße, ist das geil. Ich mache nie wieder in meinem Leben was anderes. Und so war es dann auch. Auf einmal war die Motivation da.
Und da ich jetzt ja schon die durchgezogen hatte, war mir auch direkt klar, okay, so wird es ja nie wieder aussehen, auch wenn ich nichts dafür konnte. Ich habe ja nur das gemacht, was ich gesagt bekommen habe. Es war nicht so, dass ich der Meinung war, dass das absolut korrekt ist, sondern ich habe nur das gesagt, was der Depp mir damals gesagt hat. Also der erste falsche Coach. Aber als ich dann relativ gut in Form war und alles ganz gut lief, habe ich auch verstanden, wie der Sport funktioniert. Und habe auch damals immer auch beibehalten, mach's auch in der Offseason ein bisschen Cardio, das schadet der Form auch nicht. Und dass man auf die Ernährung achtet. Und ich kann euch sagen, seit Tag 1, also seit ich einen Ernährungsplan befolge, seitdem befolge ich den auch zu 100%. Klar habe ich mir auch eingebaute Cheat Days, ja, das sind aber wirklich geplante Cheat Days. Das heißt nicht, dass ich mal, dass ich sage, sonntags ist mein Tag, wo ich esse. Das mache ich so, das ist auch geplant. Aber nicht, dass ich jetzt wie andere sage, oh, heute scheiße ich drauf und esse jetzt mal. Das habe ich noch nie, und das ist kein Scheiß, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nicht einmal gesagt, scheiß drauf, heute lass es mir gut gehen. Nicht einmal. Genauso wenig habe ich seitdem nicht einmal ein Training ausgelassen. Nicht einmal Cardio ausgelassen. Niemals. Ich schwöre es euch hoch und heilig. Warum? Weil ich direkt gemerkt habe, das ist mein Sport. Hier ist meine Leidenschaft. Hier will ich erfolgreich sein. Genauso kam es dann 2014, als ich dann meinen ersten Gesamtsieg geholt hatte. Auf dem Rhein-Neckar-Pokal. Und auch wirklich mich deutlich von der Form her nochmal verbessern konnte. 2016, als ich dann den Einstieg gemacht habe in die Männerklasse, ins Classic Bodybuilding, zum ersten Mal einen Einzug ins Finale auf der Deutschen Meisterschaft geschafft habe. Den fünften Platz, das war immer auch von Anfang an, bei der Deutschen Meisterschaft gibt es Glaspokale. Ich wollte so einen Glaspokal zu Hause haben. Und dann habe ich ihn bekommen. Das sind alles Sachen, die setzt ihr euch am Anfang als Ziel und ihr erreicht sie. Das ist ein Gefühl, das ist einfach unglaublich. Und dann auch dieses Jahr, dann in den Kopf zu setzen, okay, du machst einen internationalen Wettkampf und schaffst es dann mal im Olympia in die Top 10 mit 26. Bei deinem ersten internationalen Wettkampf. Es sind Sachen, das kann man nicht in Worte beschreiben, das kann man nicht sagen, wie es das anfühlt, bis man es eben mal gemacht hat. Und das ist die emotionale Ebene. Und noch dazu steckt ihr so viel Zeit, ihr steckt so viel Arbeit da rein. Euer ganzes Leben dreht sich darum. Und vor allem irgendwann auch das Finanzielle. So ein Wettkampf kostet Geld. Die Reise, die ganze Verpflegung. Allein, was wir jede Woche an Essen einkaufen, das kostet ein Schweinegeld. Vor allem, wenn du dann drauf schaust, dass du eben Bio-Eier kaufst oder was für Fleisch du kaufst, dass du Rindfleisch kaufst, Lachs. Leute, das kostet einen Haufen Geld. Also emotional, Geld und Zeit. Was da reinfließt, Herzblut. Leute, da stellt sich für euch nicht in Frage, wie kannst du das durchziehen, sondern du ziehst es einfach durch, weil du ein scheiß Ziel hast, ja, weil du da erfolgreich sein willst. Da stellt sich nicht die Frage, oh, esse ich hier oder esse ich da. Nein, wenn du was erreichen willst und so viel Zeit und Herzblut und Geld da rein investierst, da wird es gemacht, Punkt aus, basta. Ja, deswegen, da braucht man nicht sagen, oh, wie kann man das so durchziehen, wie kann man das durchziehen. Es ist mein Lifestyle. Ja, und das ist der Lifestyle, den man führt. Es ist das Ziel, das man hat. Das Ziel, das man auf jeden Fall erreichen will, weil ich finde, im Leben dreht sich alles um Zielsetzungen und Ziele, die man erreichen will. Und wer sich den Arsch, ich bin der feste Überzeugung, wer sich den Arsch dafür aufreißt, der wird seine Ziele auch erreichen. Und genauso deswegen wird es so gemacht, ganz einfach. Und das ist einfach der Grund, wie ich zu dem Sport gekommen bin, wie ich dabei geblieben bin und was heutzutage auch meine Motivation ist. Mal ganz zu schweigen davon, dass ich mittlerweile auch in diesem Bereich arbeite. Also ich verdiene auch mein Geld als Trainer. Da willst du auch ein Vorbild sein. Da musst du ein Vorbild sein. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Trainer, die keine Trainer sind, die es nicht leben. Leute, die im Fitnessstudio arbeiten und überhaupt nichts mit dem Sport zu tun haben. Warum arbeitet ihr im Fitnessstudio? Warum? Ja, das ist für mich das Schlimmste. Da willst du ein Vorbild sein. Das musst du dann einfach auch selbst leben, weil nur so kannst du den Leuten auch was beibringen, wenn du selbst das machst und selbst hinter dem stehst, was du tust. Ganz einfach. So viel zum Thema meiner Motivation. Ich fand es eigentlich mal ein ganz gutes Thema, das per Video zu senden, weil, wie gesagt, man wird oft danach gefragt und vielen Leuten ist es gar nicht so klar, warum ich das Ganze so betreibe. Und ja, wie gesagt, ich kann es nur sagen, es ist alles für mich nicht schwer, im Gegenteil, weil, wie gesagt, man hat sein Ziel vor Augen und dann ist es der Rest meiner Meinung nach ein Selbstläufer. Deswegen kann ich jedem nur jetzt raten, setzt euch eben Ziele, dass ihr diese auch verfolgt, ganz einfach. Ansonsten haben wir jetzt heute aus dem Auto genug gedreht. Und ja, falls euch mehr interessiert, haut es in die Kommentare, liked das Video gerne, teilt. Schreibt mich an, wenn ihr was wissen wollt. Oder fragt mich direkt, wenn ihr mich seht, ist kein Thema. Ansonsten fahre ich jetzt noch schön, ich glaube, eine halbe Stunde weiter nach Hause.